Hi, ich bin Lea Kalpen. Und mein Name ist Tim Schwarzmeier. Und wir wünschen euch viel Spaß bei Sailor Moon German. Hey Moonies, herzlich willkommen live auf der Konichi 2016 hier in Kassel. Ich stehe hier mit der Lea Kalpen und mit dem Tim Schwarzmeier. Ihr wart unsere Gäste an diesem Wochenende. Vielen Dank, dass ihr den Weg nach Kassel gemacht habt. Danke nochmal an Kase Deutschland, die euch zusammen mit uns eingeladen hat. Ja, wie fandet ihr es? War richtig, richtig gut. Hat total Spaß gemacht. Das ist ja ein riesiges Ding hier. Die Halle, die Leute, also noch nie so viel Cosplayer auf einem Ort gesehen. Und ich hoffe nicht das letzte Mal. Es war ganz spannend, mit den Leuten auch mal zu reden, Q&A-Panel, Fragen beantworten und aber auch selber von einigen Kostümen und Cosplayern Fotos zu machen, weil es richtig schön war. Die Stimmung ist gut und ich war gerne da, komme gerne wieder, fand super. Danke. Gleiches gilt für mich, war wirklich schön. Euch auch, falls ein paar von euch da waren, wo ich mal von ausgehe, auch mal persönlich zu sehen und zu treffen und mit euch zu reden und euch eure Fragen, die ihr habt, zu beantworten und auch eure kritischen und positiven Stimmen zu hören, war schön und hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, uns hat auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal. Und du sagst schon das passende Stichwort, du kommst gerne wieder. Wir haben da was gehört und wir finden es cool und wollten es deshalb noch mal auf Video aufzeichnen. Sailor Moon Crystal, die ersten beiden Staffeln wurden synchronisiert und die Frage, die ihr uns trauernd stellt, wann geht's weiter, wann und so, diese Frage hat demnächst bald ein Ende, denn es geht weiter. Es geht weiter. Ab nächster Woche werden wir wieder im Studio sein und die neuen Folgen synchronisieren. Wann genau was läuft, das ist alles noch geheim, das weiß ich selbst noch nicht mal. Aber auf jeden Fall könnte ich auf die dritte Staffel freuen. Genau, dann kämpft ihr auch wieder für Liebe und Gerechtigkeit und wann, wo, wie werdet ihr dann demnächst bei uns bei Sailor Moon German lesen, wo sie ausgestrahlt wird. Und ja, im Namen des Mondes informieren wir euch weiterhin. Viel Spaß! Hey Moonies, herzlich willkommen zu unserem nächsten Sailor Moon German Interview. Lange ist es her, seitdem wir wieder diese Interviewreihe geführt haben, aber wir waren der Meinung, wir sollten wieder zurück zu unseren Wurzeln. Damit hat ja auch bei unserem Projekt damals alles angefangen und wir haben auch einen super Anlass dazu. Wie ihr es sicherlich mitbekommen habt, läuft Sailor Moon Crystal Staffel 3 oder besser gesagt lief in Japan vor ein paar Monaten und viele von euch haben uns gefragt, ja, wann kommt es endlich nach Deutschland, wie schaut's aus, wird synchronisiert und lange mussten wir auf den Moment warten, bis wir sagen dürfen, ja, es ist da was in der Mache. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, mit dem wir über die dritte Staffel reden werden. Ihr kennt sie als die neue, beziehungsweise auch die alte deutsche Stimme von Sailor Moon. Bei mir zu Gast Sabine Bohlmann. Hallo, servus. Hallo, grüß dich. Hi, grüß dich. So, es war mal wieder soweit, oder es ist wieder soweit. Du stehst wieder für Liebe und Gerechtigkeit vor dem Mikrofon. Genau, und kämpfe mich die ganze letzte und vorletzte Woche durch die Wochentage durch und kriegerisch und heldenhaft, wie ich so bin. Mhm. Genau, also für all jene, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Sailor Moon wurde ja wieder neu aufgelegt mit Sailor Moon Crystal. Das ist ein Reboot zur alten Serie. Und letztes Jahr durftest du ja wieder ins Studio gehen, dazwischen lagen 20 Jahre. Zwischen der alten Serie und der neuen Serie. 20 Jahre. Und wir haben ja schon letztes Jahr ausgiebig diesen Reboot auch mit dir besprochen, zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse, wie es dazu kam, etc. Und ich weiß nicht, ob es bewusst war, aber ich glaube, damals war es noch nicht so ganz fix, dass auch eine dritte Staffel kommen würde. Aber war es dir damals bewusst, als du Staffel 1 und 2 fertig synchronisiert hast, dass du denktest oder dachtest, ja, es könnte auch wieder weitergehen und wärst du auch dabei geblieben? Also ich habe mir das schon gedacht, dass es weitergeht, weil irgendwie hat das auch so ein bisschen, es war auch schon so ein bisschen gemunkelt, dass es wohl weitergehen könnte und irgendwie wusste ich das, glaube ich, auch, dass die in Japan noch weiter daran arbeiten und es bietet sich eigentlich
ich habe gedacht, man lässt ja auch so eine Serie nicht wieder neu aufleben, um sie dann nach 2 Staffeln gleich wieder sich davon zu verabschieden. Also von daher habe ich eigentlich schon gedacht, dass es weitergeht. Mhm. Wie hat dich denn eigentlich die Nachricht erreicht? Wurdest du dann wieder vom Studio aufgerufen oder war das diesmal etwas einfacher wieder zurück, oder? Ja, es ist dann einfach, also wenn eine Staffel dann weitergeht, ist es einfach so, dass das Studio anruft und sagt, du, pass auf, in 2 Wochen ist es wieder soweit, wir gehen mit Sailor Moon wieder ins Studio und jetzt wollen wir mal schauen, wann kannst du und wann können wir das machen und so. Also ist natürlich viel einfacher. Das letzte Mal war das natürlich ein Riesending und ein Riesen hin und her. Ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erzählt, dass ich jetzt erst nicht sprechen sollte, weil ja alles neu besetzt werden sollte und es dann so hin und her ging und es dann doch hieß, ja, ich habe gleich, ich weiß nicht, wie viele Anrufe ich bekommen habe, wo es immer wieder hieß, jetzt sprichst du es wahrscheinlich doch. Wieso, wie, jetzt spreche ich es doch? Ja, wahrscheinlich doch, die Fans wollen das jetzt so gern, wahrscheinlich sprichst du es doch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann spreche ich das doch. Und am nächsten Tag wieder, nee, jetzt sprichst du es nicht, jetzt sprichst du die Mutter. Ich spreche die Mutter? Ja, weil wir haben ja das Casting schon gemacht, eigentlich ist Sailor Moon jetzt neu besetzt. Und so ging das immer wieder hin und her. Und ich glaube, beim letzten Mal habe ich dann gar nicht mehr geglaubt. Da habe ich dann irgendwie gesagt, also kriege ich jetzt jeden Tag einen Anruf, wo es wieder heißt, ich spreche die Katze, ich spreche die irgendwie Mutter, ich spreche die Mutter der Katze, ich spreche irgendwas. Nein, sagt sie, jetzt ist es endgültig so, weil natürlich dieses Hin und Her und dieses Umstellen und man freut sich dann drauf und dann wieder doch, und dann denkt man wieder, naja gut, ist ja auch schon 20 Jahre her, vielleicht ist es auch gut, wenn es jemand anderes macht und dann stellt man sich darauf wieder ein und das war schon Hin und Her. Also von daher war es dieses Jahr ganz, ganz einfach und ganz entspannt, also einfach nur der Anruf, jetzt geht's weiter und übernächste Woche sind wir im Studio. Genau. Und bei der dritten Staffel ist es ja so, dass das war ja auch wieder so ein, sag ich mal, hin und her innerhalb der Fanszene, was wirklich noch weitere Wellen ausgeschreitet hat. Du hast es ja sicherlich selber bemerkt, Sailor Moon Crystal unterscheidet sich ja schon sehr stark zur alten Serie, allein schon beim Optischen. Und die dritte Staffel hat es dann so weit geschafft, dass man noch einmal den Zeichenstil geändert hat. Wie bist du damit konfrontiert worden? Dachtest du dir, oh, schon wieder schaut Sailor Moon etwas anders aus? Also ich finde jetzt nicht, dass es so anders ist, dass man wirklich da ins Studio kommt und denkt so, oh, was ist denn das jetzt oder wie ist denn meine Figur? Ich habe eben mehr eigentlich, glaube ich, bemerkt an so Dingen, wenn sie, wie soll ich sagen, ja, wenn sie so Ausbrüche hat oder auf einmal so dieser Stil von, ich finde jetzt gar nicht so sehr sie an, die Figuren an für sich, sondern eher so diese Sachen, wenn jemand anderes irgendwas sagt und dann die Sailor Moon irgendwas sich denkt, so, oh Gott, was ist denn jetzt so, dann kommen so kleine neue Figürchen dann rein und da habe ich so gesagt, hä, bin das jetzt ich? Ja, das ist jetzt die Sailor Moon, die da von der Seite irgendwie so reinkommt und das war für mich irgendwie neu. Aber ich fand es jetzt nicht so, dass es so richtig ein ganz anderer Stil ist oder so. Also, okay. So. Mhm. Neu waren auch in dieser Staffel wichtige Charaktere, neue Sailor-Kriegerinnen, die, sag ich mal, im Fandom sehr, sehr beliebt sind. Also Sailor Uranus, Neptun, Saturn sind dazugekommen. Ich weiß nicht, ob du da aus dem Nähkästchen plaudern kannst oder weißt. Wer spricht die denn? Ich glaube, so viel darf ich gar nicht so verraten, also auch so über Inhalt und sowas, aber da müsst ihr euch überraschen lassen, aber ich glaube, es ist ja letztes Mal schon so gewesen, dass die Fans dann doch auch sehr zum großen Teil zufrieden dann waren mit den Stimmen und ich glaube, das wird auch so weitergehen. Also ich glaube, da ist niemand dabei, wo man sagen muss, um Gottes Willen, wie klingt denn die? Und alle bemühen sich sehr, das kann ich nur sagen, im Studio, weil auch alle wissen, dass so eine große Fangemeinde dahinter steht und jeder gibt sein Bestes und schaut, dass es natürlich möglichst am besten macht irgendwie. Was viele auch immer nicht wissen oder glauben, deswegen stellen wir es hier nochmal sicher, dass die Synchronisation selber vom Kunden in Auftrag gegeben wurde. In diesem Fall ist es das Produktionsstudio Toei selber. Und damals auch bei Staffel 1 und 2 von Crystal hieß es, naja, neue Serie, Reboot, neue Stimmen. Das sind, sag ich mal, auch Mails, die uns tagtäglich erreichen. Warum nicht nochmal die alten Sprecher in ihre Rollen reinkommen? Und ich denke mal, der Kunde wird die Linie weiterfahren und auch bei Staffel 3 werden uns neue Stimmen begegnen. Ja. Ja, das denke ich. Also ich kann ja nichts sagen, aber das denke ich auch. Okay, gut. Wie ist es denn eigentlich, vielleicht hast du es auch selber bemerkt, Sailor Moon oder
eigentlich eher ihre zivile Person Bunny oder Usagi ist ja am Anfang schon eine sehr häuserische Person, tollpatschig, und in Staffel 3, so kam es mir persönlich vor, ist sie schon sehr erwachsener geworden. Vor allem so gegen das Ende, wenn sie wirklich diesen bombastischen Kampf entgegentritt gegen das, gegen den Feind. Hast du das auch dann, musstest du dich dann auch anpassen, dass du, sag ich mal, ihr Wesen reifer darstellst? Ja, natürlich. Also man versucht ja immer auch das Original so ein bisschen abzunehmen, und die Situation erfordert das natürlich dann auch, dass man, sie ist ja wirklich reifer geworden. Und ich meine, ich vermisse ja zum Teil so ein bisschen ihre Tollpatschigkeit. Also ich habe das ja immer geliebt, dieses totale Hin und Her. Das ist ja eigentlich auch das, was die Figur spannend macht und auch, was es spannend macht, sie zu sprechen, dass man eben einfach viel gefordert ist in allen Bereichen, weil das eine Mal ist sie wirklich so eine Kriegerin, die alle anführt und die, also die Anführerin und die, die da kämpft, und dann im nächsten Moment ist sie halt doch wieder das kleine Mädchen und dann hat sie, flippt sie wieder total aus, aber sie flippt natürlich nicht mehr so oft aus, wie das früher war in den, ja, in den Staffeln. Das also stimmt. Also so richtig, dass sie so richtig so Ausraster bekommt und nur noch spricht und nur noch da irgendwie so ein Schweißtropfen irgendwo rumhängt. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Aber ja, man versucht es halt so gut wie möglich abzunehmen vom Original und zu auch zu spüren natürlich, wann ist es erforderlich. Und da hat man natürlich auch Regisseure, die einem da, die da einem helfen und die dann sagen, oh, da musst du jetzt ein bisschen weggehen von dem Kindlichen und ein bisschen erwachsener werden, und dann erarbeitet man sich das eben so nach und nach. Mhm. Bei den Regisseuren war es ja so, dass bei den ersten zwei Staffeln dieser Posten sich durch drei geteilt hat. Wie war es jetzt bei Staffel 3? Also wir hatten jetzt zwei, wir hatten die Caroline Kombrink und den Pascal Breuer. Und ja, das ist aber, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn man mal bei dem und mal bei dem hat, also wenn man, wenn man die sich wirklich abwechseln, weil die natürlich, die haben ja ein Buch vor sich, und wenn man auch nach dem Buch geht, dann wissen sie auch, ja, dann haben sie ja wie so einen roten Faden, der eigentlich ist nicht so, dass die da immer reingeworfen werden und der eine was macht, was der andere nicht, und die schreiben auch immer rein, wenn sie was ändern, schreiben sie das ins Buch, damit der andere gleich sieht, aha, da haben die was geändert. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wie ist es denn so? Viele denken natürlich auch, aber ich glaube, die Zeiten haben sich da deutlich geändert, dass man nicht mehr zusammen im Studio steht. Man wird ja geixt, also quasi man steht alleine vor dem Mikro. Und Sailor Moon ist halt eine Rolle, sie spricht, denke ich mal, sehr, sehr viele Takes, und demnach hast du auch sehr viel von den, von der Handlung auch mitbekommen. Steht man dann teilweise so da, nicht nur bei Sailor Moon, sondern auch bei anderen Produktionen, wo man sich denkt so, wie geht das jetzt weiter? Das interessiert mich jetzt persönlich, wie die Handlung weitergeht. Ja, also es ist natürlich schon so, dass wir haben vor jedem Buch eine Inhaltsangabe, und die lesen wir natürlich auch, weil man muss ja, man kann nicht einfach nur anfangen zu sprechen und jedes kleine Stück, jeden Take für Take sprechen, wenn man so gar nicht weiß, um was es geht. Deswegen lesen wir immer zuerst die Inhaltsangabe und wissen dann zumindest, um was es in der Folge geht. Dann weiß man auch zum großen Teil schon, wie man betonen muss und solche Sachen. Weil es natürlich auch schwerer geworden ist, jetzt wo man nicht mehr zusammen im Studio ist, sonst war man immer mit den anderen zusammen, da hat man genau gehört, wie die Frage gestellt war, zum Beispiel die, weiß ich nicht, Uranus, der Sailor Moon stellt, und dann konnte ich einfach antworten. Und so ist es so, ich muss natürlich lesen, was hat Uranus gesagt, und dann muss ich mir überlegen, wie hat sie das gesagt, und dann kann ich eben dann darauf antworten. Und, also es ist, das macht es natürlich ein bisschen schwerer, und natürlich ist es auch ja auch lustig gewesen damals, als wir die ganzen Kriegerinnen zusammen vor dem Mikro standen und jeder seinen Verwandlungsspruch und jeder sein irgendwas geschrien hat, und da haben wir schon auch sehr viel miteinander gelacht natürlich, weil man darf sich auch nicht so viel bewegen, weil ja die Bewegung dann auch mit aufgenommen wird, und das heißt, wir standen einfach nur da, und haben, jeder hat sich halt dann verwandelt, und wenn sich dann der Letzte in der Verwandlung versprochen hat, mussten wir halt nochmal alle von vorne anfangen, und ja, das ist halt einfach lustig. Und so ist es so, es ist auch, es macht natürlich auch Spaß, es ist eine ganz andere Konzentration, wenn man so ganz alleine ist. Natürlich ist man auch etwas schneller, weil man auch nicht so viel quatscht zwischendrin, nicht so viel lacht zwischendrin, und ja, es ist ein bisschen eine andere Arbeit dann so alleine. Gibt es eigentlich dadurch, dass die Aufnahmen noch etwas frischer sind, irgendwelche Anekdoten oder Momente, die dir in Erinnerung bleiben werden bei diesem Projekt? Jetzt bei der Staffel jetzt oder ja, insgesamt? Einmal bei der Staffel und vielleicht auch bei dem Projekt insgesamt.
Also natürlich wird mir in Erinnerung bleiben, dass die Fans es wollten, dass ich weiterspreche. Das werde ich, glaube ich, nicht so schnell vergessen, weil das ist mir in meinem bisherigen Leben noch nicht passiert, dass Fans durchgesetzt haben, dass ich was sprechen soll, was ich eigentlich nicht mehr sprechen sollte. Und das sowas vergisst man natürlich nicht. Mhm. Und jetzt von der Staffel her, wir hatten schon ein paar lustige Sachen, aber jetzt fallen mir die so spontan gerade leider nicht ein. Mhm. Aber ihr habt viel gelacht zwischendurch. Das wir haben auch schon auch viel gelacht, natürlich. Und wenn man dann mal sich verspricht oder man wenn man auf einmal, ich weiß nicht mehr, irgendwo hat man eine andere Idee, was auch lustig wäre, drauf zu sprechen, dann spricht man auch einfach mal einen Schmarrn drauf und freut sich dann, wenn es ganz lippensynchron aussieht und dann lacht man halt eine Runde und dann geht es wieder sehr konzentriert weiter. Also nicht nur so, dass man immer nur stur arbeitet, man kann sich dann auch die Zeit nehmen und mal ein bisschen Späßchen machen. Mhm. Wurdest du eigentlich schon in der Zwischenzeit jetzt von Fans wieder kontaktiert zu der dritten Staffel oder gab es dann auch, nachdem die zwei Staffeln aufgenommen wurden, Fankontakt zum Thema, wann geht's weiter, kannst du uns mehr sagen oder ist ja, es gibt schon viele, die mir schreiben über Facebook oder so und es ist natürlich auch schön, auch also vor allem, also schreiben dann einem eigentlich dann doch nur noch die positive Dinge zu sagen haben und die auch sich, die geschrieben haben, sie freuen sich total, dass ich jetzt wieder spreche oder die geschrieben haben, sie mussten sogar irgendwie weinen und haben Gänsehaut bekommen und alles und das ist natürlich schon dann sehr schön, weil man als Synchronsprecher normalerweise ja gar keinen Kontakt zu Fans hat oder auch die Leute, die sich Dinge anschauen, die wir synchronisieren, die interessieren sich im Grunde nicht so großartig dafür, wer das jetzt eigentlich gesprochen hat, also in der Regel. Mhm. Und deswegen ist es schon was Besonderes, muss ich sagen. Und haben auch viele dann auch noch geschrieben, natürlich auch viele, wann geht's weiter und ist ja schon raus, wann die dritte Staffel kommt und so. Aber das weiß ich ja tatsächlich auch erst 2 Wochen vorher. Also das weiß ich, weiß es auch lange davor nicht, ich wusste gar nicht, jetzt kommt dieses Jahr noch ein oder nicht, ich habe es vermutet, aber der Anruf ist dann tatsächlich, ja, in 2 Wochen geht's los und da geht es immer im Studio, aber weiter voraus weiß ich das auch selbst nicht. Mhm. Ja, auch nach unseren aktuellen Recherchen oder auch Absprachen mit, sag ich mal, ein paar Partnern, es ist noch ungewiss, wo und wann jetzt Staffel 3 tatsächlich ausgestrahlt wird, weil das wurde ja wirklich auch vom Kunden selber in Auftrag gegeben und was der Kunde damit macht, müsst ihr euch das so vorstellen, liebe Hörer, es gibt verschiedene Wege, wie eine Synchronisation entsteht, teilweise gibt es einen TV-Sender, der dafür verantwortlich ist und gibt ihm Auftrag oder ein Publisher direkt oder im seltensten Fall wirklich das Produktionsstudio selber, ich glaube, das ist auch bei Disney gang und gäbe, dass zuerst das Studio macht und es dann an weitere Lizenzabnehmer verkauft. Von daher, auch wenn ihr uns fragt, wir wissen es leider auch noch nicht, wann jetzt Staffel 3 tatsächlich ausgestrahlt wird. Ich persönlich denke mal, gegen Anfang 2017 wird es dann wirklich released, sei es im Fernsehen oder auf DVD, Blu-ray. Und die Anzeichen sind ja auch da, dass es mit Staffel 4 weitergeht, Sabine. Und da könnte es wahrscheinlich nächstes Jahr dann wieder bei euch die Mikros glühen. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Mhm. Und es war ja auch ein offenes Ende jetzt, also ein bisschen ein offenes Ende, wo man schon gedacht hat, ja, das muss eigentlich weitergehen. Das geht sicherlich weiter. Wie du schon gesagt hast, warum sollte man eine Serie wieder reaktivieren, reanimieren, damit man sie irgendwann in der Mitte dann ablässt. Ja, genau. Was auch interessant wäre, die dritte Staffel von Sailor Moon schon damals in den 90ern gilt oder gilt immer noch als eine der beliebtesten Staffeln im Fandom, weil halt auch, sag ich mal, diese Schlüsselfiguren Uranus, Neptun, auch als natürlich Saturn und Pluto da auftauchen. In dieser Staffel wurden auch erstmalig damals zu einer Zeit, wo man, sag ich mal, nicht offen mit diesem Thema umgegangen ist, Themen angesprochen wie Homosexualität oder Wiedergeburt, die sich in Sailor Moon Staffel 3 vor sich finden. Wurde dir das bewusst oder euch, dass zum Beispiel auch Uranus und Neptun mehr als nur gute Freundinnen sind? Ja, also mir war es damals überall nicht bewusst, aber ich glaube, die dritte habe ich gar nicht mehr gesprochen, oder? Genau, die dritte nicht mehr. Genau, wusste ich es natürlich nicht, aber diesmal war es tatsächlich im Studio so, dass wir das natürlich dann auch gesehen haben und ich so, ups, was ist denn da, der Spruch? Und haben wir eben ein bisschen geguckt und da kann man ganz schön viel sehen in der Staffel. Genau. Ganz schön viel sehen kann man da. Wir sind gespannt, wann die rauskommen wird. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Sabine, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Sehr gerne. Und
Du weißt ja, was die Tradition bei uns abverlangt. Jawohl. Genau. Ich räusper mich schon. Neue Staffel, neuer Spruch, irgendwo. Neuer Spruch? Genau, denkst du dir da auch zwischendurch so, ja, alle Staffeln wieder? Muss sie sich nochmal neu verwandeln? Ja, also ich kann mich natürlich da auch nicht so dran erinnern. Ich bin natürlich auch immer fürs Altbewährte, da muss ich mich wieder einen neuen Spruch gewöhnen. Ich meine, das kann man schon und es ist ja auch vielleicht ganz schön, wenn da immer wieder was Neues kommt. Und ich habe mich auch schnell an meinen neuen Spruch gewöhnt, der da lautet, willst du ihn hören? Ja, bitte. Moon Cosmic Power! Make up! Wow, vielen herzlichen Dank. Sehr gern. Wow. Und sehr viele Grüße an alle Fans von Sailor Moon. Ja, yeah, die richten wir aus. Und wir hoffen natürlich, wenn Staffel 3 rauskommt, wir werden sie natürlich tatkräftig promoten und in die Lande tragen. Und wir hoffen natürlich, dass wir dich dann auch wieder bei einer Convention begrüßen dürfen. Natürlich, immer gern. Jo. Also in diesem Sinne, liebe Zuhörer, etwas noch Geduld. Sobald es weitere Informationen gibt, werden wir euch natürlich im Namen des Mondes informieren. Dir, Sabine, noch einen schönen Abend. Und ja, wir hören uns dann bald wieder.